Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Super Smash Bros. Ultimator. Ja, und ich bin schon wieder da als Gastcharakter. Mich werdet ihr nicht los. Ne. Wer sich beschwert, der kann sich in der Kommentarsektion beschweren. Ja, genau. Ja, hier. Wenn ich störe, könnt ihr gerne gehen. Ja. Dann geht nicht er, dann geht ihr. Ja, so läuft das. Genau. Ihr geht aus eurem Haus raus. Ja, geht aus eurem Haus raus. Was fällt euch eigentlich ein? Na, wie auch immer. Er hat mit Mario es geschafft und er hat Sonic freigeschaltet. Und ich würde mal sagen, du spielst es mal als Sonic. Ja, gerne. Sonic! Grün. Oh. Schneller als der Schall. Gotta go fast, richtig? Fast. Du hast schon Sonic, ne? Ja, ich habe schon Sonic, aber ich habe noch nicht mit ihm gespielt. Oh, dein erster Gegner ist Fox. Es kann nur ein, weiß ich nicht, bipolare, wie nennt man solche Art von Charaktere, bipolare Tiere, wenn Tiere irgendwie halb Menschen, halb Tiere sind. Gehst du jetzt mal raus? Ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Oh, Alter, was draus gekickt. Ja, irgendwie ist es voll einfach in dieser, ja, in dieser Level die rauszuhauen. Ja. Habt ihr den letzten Kampf gegen Sonic gesehen? Oh. Du, dich will ich. Oh, Captain Falcon. Oh, und mit dem Song Super Sonic Racing aus Sonic R. Habe ich tatsächlich mal gespielt. Hier raus. Vorsicht. Du weißt, was jetzt gleich kommt. Nein. Nein. Was? Yes! Dieser Pisser. Ich wollte den da raushauen. Mann. Yes! Aber was? Das ist eine Homing Attack. Aber wie lange ich die laden kann? Sonic hätten sie mal ein paar, sehr gut, ein paar mehr Angriffe geben können. Er kann irgendwie nur auf die Gegner losrennen, so mit dem Ding. Ja, weil ist ja auch irgendwie sein Ding, auf die Gegner, ja, auf die Gegner zu rennen. Ja, Marios Ding ist auch nur auf Gegner draufspringen, der kann auch noch andere Sachen. Oh, was? Sonic? Alter. Was? Metal Sonic? Oh, mit Open Your Heart aus Sonic Adventure 1. Was hat für ein Level hier? Dürfte Foresight sein, also aus Earthbound und in der Omega-Version. Ach, guck mal, siehst du ja. Alter. Die haben sich auch so ein Ziel-Ding irgendwie. Ja, das ist ja auch seine Homing-Attack. Boah. Boah. Alter. Ich glaube, dieser Metal Sonic macht dir gerade ein bisschen das Leben zur Hölle, ne? Ja. Zu schnell. Yo, too fast. Eigentlich heißt es ja, yo, too slow. Oh, nein. Oh. Okay. Wollte dir noch einmal herholen. Ich habe nur die Uhr gesehen, wollte mir die Uhr schnappen. Auf einmal kommt der auf mich zugedüst. Ey. So, hier, frisst das. Oh. Boah, in die Lenden. In die Lenden? Boah. Also auch im Abenteuer muss schon diese Level gespielt hier, wo nur solche Raketen hier waren auf den. Ja. Das war so nervig. Es war gegen Melinda. Der war voll gestört, ey. Das war gegen Melinda und Diddy Kong. Ich habe mich so schwarz geärgert. Ich dachte mir so, oh mein Gott. Ha, sehr gut. Das ist voll einfach. Aber dann habe ich gesehen, war nicht so einfach. Hey, die haben die ganze Zeit diese blöden Dinger. Die sind auch voll auf die losgegangen, ja. Mann, ey. Okay. Oh, Kirby und Kirby. Nein, Geschmacksrichtung. Sonic Heroes. Oder das Spiel wollte ich früher immer spielen, ne? Ich hab's tatsächlich auf PS3, habe ich mal gedownloadet. Das konnte man wirklich tun. Auch obwohl es eigentlich ein PlayStation 2 Spiel ist. Aber ich kam mit dem Spiel nicht so ganz klar, weil es ist zwar angelegt an Sonic Adventure 2, was ich gespielt habe, was in meinen Augen einfach viel besser ist. Oh, machen wir. Ich komme irgendwie nicht hier rein wieder. Ich habe gerade gesehen, wie der eine auf den anderen drauf gesprungen ist, um dich zu retten. Ah, guck mal da. Na, kennst du das Schiff noch? Ja. Von wem ist das? Von dem Most Broken Charakter aus Brawl. Ja, Metanite. Der war irgendwie voll broken in dem Spiel, so wie ich das gehört habe. Ja. Weil irgendwie jeder, den seinen Moves irgendwie zum Retten da ist. Boom. Ja. Der wurde sogar irgendwie von Turnieren und so verbannt, weil er so gut war. Was? Ja, irgendwie weiß ich nicht. Okay, dein nächster Gegner ist. Oh, Sheik. Oh, Seven Rings in Hand, das ist cool. Und das Spiel an sich ist relativ kacke, aber die Musik dazu ist mega geil. Gib mir das. Ah, was? Bist du
ich verpiss dich. Welchen Pfad hast du überhaupt genommen im Abenteuermodus? Also du konntest ja zwischen drei Charakteren wählen am Anfang. Den Bewohner habe ich genommen. Okay. Und du? Wir waren noch mal ganz links. Marv. Okay. Ja. Den habe ich auch schon gerettet. Von der anderen Seite aus. Den habe ich auch gerettet. Ich muss ihn nur schick retten. Gib mir was. So, was ist das? Okay. Genau, ja. Pium. Töter. Pium. Was? Ah. Das war das zweite Mal, ey. Gerade auch so ein Ding. Aber warte, komm her. Du, komm her. Wo ist eigentlich gefährlich, ne? Es ist gefährlich, aber... No, flieg lieber nach hinten, nach rechts. Oh, okay. Lol. Ah, ich bin... Okay. Ich dachte, ich wäre rausgeflogen. Ich habe es auch gerade kurz gedacht. Aber das war extra klasse. Plus 0,7. Der nächste... Oh. Fuego. Der Poser. Der Poster hat jemand Angriff, ne? Keine Ahnung. Wonderworld aus Sonic Lost World. Nein. Fuego habe ich ja auch schon freigeschaltet. Ich habe aber noch nicht mit ihm gespielt. Oh mein Gott, sein Dark Lariat, ey. Ja, ich habe gehört, du magst Feuer. Ups. Leute, bist du blöd? Ich wollte auf den werfen, Mann. Are you retarded? Was passiert eigentlich, wenn man wenn beide aus der Arena fliegen, kurz davor sind, aus der Arena zu fliegen? What? Und ich fliege als Erster raus und warum ist denn der Smash Ball am Boden? Oh Gott, das war ein echter. Oh mein Gott, er hätte dich fast erwischt. Hätte er seinen Hyper da Dark Crasher gemacht. Ey. Was, wie der tanzen? Ne, was ich fragen wollte, ist, wenn beide rausfliegen, ne, und ich fliege als Erster raus und der Gegner ist auch kurz davor rausfliegen. Dann verlierst ich, du. Ja, aber dann komme ich wieder rein und der Gegner fliegt gerade raus. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich hatte diese Situation noch nicht. Da muss analysiert werden. Ja. Bonusspiel. Ob ich da so schnell durchkomme, das weiß ich jetzt nicht. Let's go. Ich bin ja nur das schnellste Ding im Universum. Alter, es war. Verdammt. Ich bin gefangen. Es wäre jetzt witzig gewesen, wenn das schnellste Wesen der Welt hätte vom schwarzen Loch eingesaugt wird. Das wäre witzig geworden. Eigentlich hat man genug Zeit, die ganzen Dinge einzusammeln. Ne? Eigentlich ja, aber das Spaß noch ist extrem langsam und du bist am Ziel. Geschafft. Ach. Ja. Wer ist denn Meisterhand? Meisterhand. Nur Meisterhand? Da kommt die Meisterhand. Pass auf. Oh nein. Auch was, sonst zeigt die Meisterhand den noch Mittelfinger. Das ist leider teilweise in manchen Spielen ist es so, kommen einfach so irgendwelche random Hände zeigen Mittelfinger. Ja. Ja. Vor allen Dingen in so Flash-Games kommen einfach so Hände und dann so bumm, Mittelfinger. Ja. Na, stärkste Waffe der Welt. Warte. Die Hand ist gestunt. Okay. Hau zu. Verprügel die Hand. Wo dir mein Hintergrund an. Oh, der Hintergrund, Alter. Ja. Hast du gesehen? Er hat gerade den Mittelfinger gezeigt. Ja. Dann alle, die das nicht gesehen haben, haben drückt Pause und, so, und guckt hin. Sie hat euch gerade instant Mittelfinger gezeigt. Nein. Nein. Da, schon wieder. Hast du gesehen? Ja. Da trifft mich auch noch, ey. Alter. Ey, wo hast du den gesehen, den Mittelfinger? Ja, der Mittelfinger hat dich getötet. Na, komm her. Der Part heißt die Macht des Mittelfingers. Alter. Los, hau ihn! Hau ihn! Hau ihn! Nein, ich trete ihn, ich trete ihn. Jetzt, Verfolgungsangriff. Boom. Oh, komm, noch was? Glaub nicht, ne? Ja, Sonic Speed.
Oh. Die Hand wurde erledigt. Sando. 6,0. Gut gemacht. Das war ein schlechtes Ergebnis. Ja, aber Sonic war drauf. Ja. Ja, war er drauf? Ja, war er drauf. Sehr gut. Oh, live and learn. Oh, mega Musik, ey. Aus Sonic Adventure 2, der Final Boss. War da noch auf His World? Oder ist das nicht halt auch ein Remix von? His World ist aus Sonic the Hedgehog 2006. Und wenn ich sagen darf, Leute, spielt nicht Sonic the Hedgehog 2006. Das Spiel ist mega kacke, vor allen Dingen. Habe ich ja auch gehört dabei. Es ist so an meinen Stellen. Es lädt sehr lange. Es hat den längsten Ladebildschirm überhaupt. Wahrscheinlich sogar noch länger als in... Oh, wie hieß das Spiel dann? Du hast mir davon was erzählt. Wo du mal irgendwo warst, war das Spiel immer noch geladen. Wann hab ich davon erzählt? Letztes Mal? Ich glaube ja. Letztes Mal hast du mir, glaube ich, davon erzählt. Was war denn nochmal? War die Elder Scrolls? Ja. Weiß ich nicht. Was habe ich in letzter Zeit alles gespielt? Keine Ahnung. Fallout? Nee. Ich habe keine Ahnung. Egal, wie auch immer. Das Spiel hat auf jeden Fall einen sehr langen Ladezeitbalken. Das kommt mir ja auch bekannt vor. Ja? Ja. Live and learn? Ja. Hier, die kenne ich auch noch, so halbwegs, obwohl ich nie einen Sonic gespielt habe. Außer ja meine Demo von Sonic Heroes. Ja, hier. Das ist ein Song, der bleibt einfach im Gedächtnis. Er bleibt einfach im Gedächtnis, weil er so gut ist. Ja, Sonic wir sind allgemein gut, von ja, was ich gehört habe. Ja, wirklich. Sega, ja, ist einfach eine Meisterin, gute Musik zu machen. Darin sind die Meister. Was die Spiele angeht, sind die leider nicht immer so gut. Ne? Nee, nicht wirklich. Was ist das letzte Spiel, was die rausgebracht haben? Sonic Forces. Und wie war das? Hast du das gespielt? Ich habe es gespielt, auch zu 100%. Und es war nicht schlecht, aber es kommt halt nicht an Sonic Generations dran. Und wenn man mal an so Spiele wie Sonic Boom nachdenkt, davon möchte ich ja jetzt gar nicht reden. Da ja. Dieses Spiel war sowas von voller Glitches. Und da denkt man sich nur wirklich so, die haben es nicht mal versucht. Mit meiner Bandai Namco am Leben gelassen. Und Nintendo. Alter. Jetzt will ich das Bild sehen. Es ist. Alter. Ja, guck mal, da bin ich. Hey, da ist ja kleinerer Sonic. Da bin ich mir nur ein. Könnte auch. Oh mein Gott, wie könnte das sein? Guck mal hier, Knuckles. Ich weiß auch mehr. Ich weiß. Wie auch immer. Oh. Endergebnis. Sonic. Keine Ahnung. Oh, du hast einen Zylinder bekommen. Oh geil, ich habe einen geilen Zylinder bekommen. Ein Zylinder. Oh. Ups. Weiter. Und Bayonetta. Bayonetta. Die habe ich noch nie gespielt. Let's go. Was wie knarren? Ja, knarren an den Füßen. Ja. No, muss aufpassen. Suplex ich mich noch selber raus. Ja, aber ich mache Suplex. Suplex. Suplex City, Matt. Ja, in Suplex City. Was machen die Leute zur Begrüßung? Sie suplexen. Genau. Und was sagen sie, wenn sie auf Wiedersehen sagen? Sie sagen auf Wiedersehen. Na. Nee, sie suplexen sich. Schütteln sich nur die Hand. Was hast du denn gedacht? So, komm mal näher. Ich bin eingefroren. Glitch. So, flieg raus. Ups. Okay. Ja. Bayonetta kämpft nun mit. Alles klar. Ja gut, sollen wir mal was anderes spielen? Wir können doch nicht immer nur den klassischen Modus spielen. Ja, gibt's dann auch was? Ich habe mich noch nicht hier so umgeguckt. Naja, es gibt ja noch Training. Du könntest mal Multi-Smash spielen. Was gibt's denn da alles so Schönes? Wir waren Herrscher von Gegnern auf ihr K.O.
Was, die warten okay. da schon? Das ist 100er Smash. Also wie schnell kannst du 100 Gegner besiegen? Oster Smash ist gegen alle Charaktere. Ja. Ich glaube nicht, dass das gut haben. Nee. Ich hab mal so eine ganz eklige Taktik im vierten Teil mal gemacht. Das war so eine richtig ekelhafte Taktik. Aber ich glaube, das war mit Luigi, glaube ich. Oder ja, spiel mal ganz normal Smash. Ne, ja, dann will ich auch schon irgendwas anderes machen, gell? Ja, gut. Das ist ein Spezial-Smash, das ist eigene Regeln, ne? Ja, eigene Regeln. Super Sande. Habe ich mal gemacht. Und mach mal irgendwie Multismash irgendwas. Ja, machen wir Multismash. Beim nächsten Mal, wenn ich auch zu Hause bin und ihn auch gleich als Freund eingetragen habe, vielleicht nächste Woche, machen wir auch mal ein paar Kämpfe gegeneinander. Ja, gerne. Ja, könnt ihr mal sehen, wie ich so bin. Ja, mal 100er Smash. Ja, wo möchtest du spielen? Machen wir mal hier. Ich finde den Hintergrund davon so, gut. Susaku-Kessel aus Street Fighter. Wie Wolken so. Ja. Komm. Wen möchtest du als Kämpfer? Ich würde mal sagen, Donkey Kong wird sehr einfach sein. Mit 100er Smash. Ja, genau. So, ich nehme natürlich den goldenen Ozaru. Das habe ich auch im 100er Smash von Melee gemacht. Weil das muss es so machen. Wenn du das nämlich geschafft hast, 100 Gegner zu besiegen, dann hattest du sogar die Chance, einen Charakter zu bekommen. So, gucken, ob das funktioniert. Es funktioniert. Ich hatte es mal fast mit Mario geschafft und ich hatte auch nur noch zwei Gegner und dann bin ich gestorben. War irgendwie langsamer so, aber so. Ich kann eigentlich nur den ja machen. Ja, komm, mach. Die machen irgendwie gar nichts, ey. Ja, wirklich, das sind Mii-Charaktere, was sollen die auch tun? Oh. Die sollen Mii. Mii! Da kommen manchmal normale Charaktere, ne? Ja. Da, das Donkey Kong. Da ist er weg. Und da ist er wieder weg. Ja, und jetzt ist er weg. Und du bist wieder allein. Er hat die Knarre mitgenommen, ey. Ich wollte die Knarre eigentlich. Ich wollte auch schon mal eine Knarre haben. Oder Beine schwingen? Ich will auch mal die Beine schwingen. Wolltest du auch mal die Beine schwingen? Ja. Aber was? X-Bombe. Wir hätten deaktiviert, Mann. Irgendein Mii-Charakter. Samus ist da. Na, ist sie weg, oder? Nee, Samus da ist da. Oh nein, sie hat die Feuerwehr genommen. Oh nein, jetzt hat sie sich gehauen. Nein. Nein. Oh, ich darf nur Sachen hier haben. Boah. Oh. Hörst du überhaupt damit? hat er mich auch noch verbrannt. Wo ich sie gar nicht mehr hatte. Das ist eine Bombe. Eine Smart Bomb. Boah, ich hab da nach unten gelaufen. Ey. Verpiss dich. Du brauchst unbedingt einen Pro-Controller. Ja, so schlecht bin ich das eigentlich nicht mit dem Ding, aber. Aber ja, ne? Wenn schon, dann denn schon, ne? Ja. Ich werde gleich mal nachsehen, ob Yoshi's Woolly World tatsächlich zu zweit spielbar ist. Können wir das nämlich mal spielen? Ja. Aber voll, das ist das süße Yoshi-Abenteuer. Voll knuffig. Die ist ja immer noch am Leben, ne? Was? Samus ist immer noch am Leben? Jetzt töte mal Samus, weil ansonsten sieht das ganz schön schlecht für dich aus. Mist euch mal. Du auch. Was ist das? Oh, Samus ist raus und jetzt ist Ness da. So, Vergeltungspistole. Du kannst jetzt eigentlich springen. Mit meinen Schaden. Ich glaube, die normale Pistole wird die auch schon erledigen, ne? Ich glaube auch. Oh nein, jetzt hat Ness die Knarre. Boom. Oh, Ness ist down. Boom. Klatsch. Boah, das könnte noch knapp werden, ey. Ich werde hier noch von irgendwas rausgehauen, pass auf. So hatte ich das ja auch. Und ich hatte am Ende nur zwei Gegner gehabt. Oh Gott, ich dachte, das wäre Violetta. Und da war sie geschafft. 100 Gegner besiegen. Da wird jetzt auch als Dingens angezeigt. Gut. Bing. Bing. Bewältigen in 4 Minuten. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Es geht da Lumenweise. Ach, das ist Bayonetta, glaube ich sogar. Könnte sein.
zum ersten Mal 100er Smash gewonnen. Ja, das stimmt. Nice. Boom. 20 Minuten haben wir. Ja. Soll ich mal versuchen? Ja, mach mal. Ich krieg voll auf die Fresse, pass auf. Jetzt dürfen wir eure Wetten abschließen. Es gab ja mal so eine Strategie mit Pikachu. Ne? Ich glaube, es war mit Luigi oder mit Pummelo. Ich kenne aber auch eine Strategie irgendwie. Gebt jetzt eure Wetten ab, wie lange Danilo LP überlebt. So ein, zwei Versuche will ich auf jeden Fall machen. Muss man einfach nur unten runterspringen und immer Donner spammen. Und ob das noch klappt. Da kommen schon die ersten. Na, ja, da war zu tief. Warte mal. Null Gegner! Muss ich glaube ich früher machen. Oh, der ist ja viel langsamer, der Blitz. Weißt du, der Blitz tut einen so ein bisschen nach oben machen und dann. Ja, natürlich ist der Blitz langsamer. Bäcker! Oh Gott. Alter. Oh, du hast einen Gegner besiegt. Ich habe ihn erledigt, ja. Du hast einen erledigt. Ha. Neuer Rekord. Rekord. So lassen wir es auch stehen. Genau. Zum ersten Mal im Brutal Smash einen Gegner besiegt. Na, können wir sehen, liebe Kinder. Oh Mann. In früheren Titel gab es da, glaube ich, schon Meilenstein oder so. Ja. Da muss es aber, glaube ich, sogar ganze vier Gegner platt machen. Aber es gab eine Möglichkeit, halt, wie man das machen konnte. Oh, wir können ja in den Shop gehen. Und Sachen kaufen. Oh geil, ein Primärgeist. Cool, habe ich dann ja. Oh, guck mal da. Oh, eine Wario-Mütze. Hol dir die. So was von Wario-Mütze holen. Oh, ich kann mir alles hier holen eigentlich. Oh, hier, Captain Falcon-Outfit. Das ist ein Geist. Ja, damit. Ja, Primärgeist. Oh, auf Level. Oh, auf Level 99 Evolution möglich. Das hatte ich noch nie gehabt. Ich auch noch nicht. Ich habe einige auf Level 99 gemacht, aber. Mhm. Ich hab die einfach nur so gefüttert. Musik. Oh, damit. Aus Xenoblade Chronicles 2. Habe ich nie gespielt? Das brauche ich nicht. Yay! Yay! Ja, gibt's noch was zu sagen? Ja, eigentlich nicht, ne? Ne, ich glaube, wir haben es ziemlich alles gezeigt. Also erhalte Geschenke bei besonderen Events. Es gibt gerade keine Events. Schade. Amiibo. Amiibo. Stärke die. Es gibt ja auch neue Amiibus. Hm. Zum Inkling und zu Ridley und zum Wolf. Oh, hier, die Geister haben wieder eine Auswahl an Geistern, die du dir schnappen kannst. Du hast jedoch immer nur einen Versuch für dich. Du ist der Geist fürs erste Futsch. Was? Weiter. Der Rang eines Geistes zeigt dir, wie stark er ist. Geister mit hohen Rang, ja, doch, wenn du nicht so lange warten willst, kannst du die Tafel mit Stärke nehmen, um gegen schlagkräftige Gegner bestehen zu können. Triffst du allerdings mit schwächeren Team angeführt. Ja, kann man sozusagen Geister freispielen oder was? Aha. Da, dafür sind die ganzen Hilfs-Items und so da. Mhm. Willst du mal einen versuchen? Nimm mal. Ja, sie ist vom Fire Emblem 6. Mhm. Die Olle von Roy. Oh. Glass Joe. Hm. Kämpft doch direkt gegen Asking, kämpft gegen Fuchs Luigi. Hm. Drei Sterne. Ja, komm, versuch's. Gegen Schweif, Luigi, alles klar. Dann pass mal deine Geister mal an. Erstmal wähle deinen Kämpfer. Wen nimmst du? Linkman? Boah, mal. Sollte ich meinen Stärksten nehmen? Ja. Boah, was zu tun? Was haben wir? Warum Schadenswert kurzzeitig die Angriffskraft? Richtig mal und die Linden. Stärker. Kampf gegen mit Vergeltungsknarre. Okay. Kampf gegen mit Lipsticks. Weniger empfangener Schaden durch Nahkampfwaffen. Ja, okay, nehmen wir das. Es war nur einer dann, aber. Ja. Okay, Link gegen Fuggen gegen Schweif, Luigi. Fuchs, Luigi. Na, mal los. Zeige mir, was in dir steckt. Was? 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 Oh, wilde Winde. Nein. Alter,
Das wird nur sein. Hallo? Oh, schade. Soll gar nichts machen, hallo? Oh. Was? Oh, Zelda. Zelda, schnapp sie dir. Hol sie dir. Verprügele die Frau, die du liebst. Kommt dir näher. Ach, hallo, Baby, ne? Hallo, Baby. Komm her, ne? Tust du auch so gerne Leute in die Luft jagen? Ja. Yeah. Sehr. Ja. Zitat von Link. Ja. Weißt du, anstatt irgendwie so Albert Einstein oder so. Ja. Jetzt kannst du mit Zelda spielen. Das sieht voll cute aus. Ja, finde ich auch. Also, viel besser als Bitch Zelda. Ja. Lass dich erneut gegen ein Ziel kämpfen. Das ist so, dass dir auf der Geistertafel entgangen. Oh. Das ist Lucina und Tiki. Tiki. Was waren die Aufgaben? Bestreite einen Kampf auf der Geistertafel mit Unterstützung eines oder mehrerer Geister. Und krieg voll auf die Fresse. Ja. Gerne. Oh nein, er ist weg. Warum? Weil du verloren hast. Versuch mal gegen Glassjaw zu gewinnen. Ja. Wieder gegen Luigi. Und ihr damit andeuten, hat Luigi auch immer verliert? Offensichtlich. Alter. Er hat Glassjaw. Oh, er ist der einfachste Gegner aus Punch-Out. Der Gegner setzt auf Spot ein. Spot ein. Ja, ah, genau. Mit seinem Taunt kann er dir sogar Schaden zufügen. Was das? Lol. Du hast gewonnen. Da war ein KP-Kampf. Ja. Nach dem Sieg kommt es auf an. Trifft den Kämpfer, um den Geist so frei. Achte auf Datei, um die Lücken im Drehschild zu treffen. Was? Was? Lücke verfehlt. Halb so schön. Ja, Schutz zerbricht den Schild ein wenig. Beim nächsten Versuch hast du bessere Chancen. Ja, so nett, aber schön. Ja. Oh, okay. Boom. Du hast ihn getroffen. Digga, es gehört dir. Ja, toll, ich habe einen Boxer bekommen, der jeden Kampf verliert. Schaden nach. Geil. Lol. Zum ersten Mal auf der Geistertafel einen Kampf gewonnen. Yay. War ja nur gegen Glassjaw. Oh, die hab ich sogar. Die habe ich auch. Wo Explosionsangriff für Gegner, jetzt auf seinen Spezial seitwärts ein. Der Gegner erhält aber auch im Kampf Unterstützung. Gegen Palutena. Könnte Schulk sein. Das ist auch von Fire Emblem 6 das Lied. Ja, und wir kämpfen aus einer Xenoblade Chronicles Stage. What? Was ist das? Hey! Oh, gegen Roy! Ja, da muss seine zukünftige Ehefrau beschützen. Au. Frisst das. Weil ich bin sie auch noch erledigen. Ja. Easy. Für dich gibt's doch keinen Grund mehr zu kämpfen, hallo? Wegen diesem blöden Wind von vorhin, ey. Ja. Gegen Luigi, ey. Boom. Du hast Palutena getroffen. Geil. Yay. Yeah. Feuerangriff plus, das ist gut für Zelda. Ja, oh, Rotom. Und muss ja jetzt so lange machen, bis sie alle weg sind, oder was? Nein, natürlich nicht. Es gibt halt. Ach, die tun sich dann nach 5 Minuten wieder aufladen, oder was? Ja, dann kommt halt ein neuer Geist dazu. Also, okay. Ja, jetzt habe ich das nämlich aufgestanden. Ich hab's am Anfang nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich's. Ja, gibt's noch was zu sagen? Nö. Ja, reicht für heute. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo. Ciao, ciao, bye bye und tschüss.